Hallo und herzlich willkommen hier auf Livalda.de. Heute möchte ich euch zeigen, wie man zwei Geraden im Dreidimensionalen schneidet. Im Zweidimensionalen zwei Geraden schneiden ist recht einfach, ihr bekommt eigentlich immer einen Schnittpunkt raus, außer wenn sie parallel sind. Im Dreidimensionalen ist das Problem ein bisschen größer. Wenn sie parallel sind, schneiden sie sich immer noch nicht. Parallelität erkenne ich ganz einfach. Parallel sind zwei Geraden dann, wenn die beiden Richtungsvektoren, also immer genau das nach der Variablen, vielfaches voneinander sind. Hier sehen wir den Vektor 1,1,1 als Richtungsvektor und 2,4,4, das sind keine Vielfachen. Das obere ist das Zweifache und der zweite Einfach ist Vierfache, ich hätte also unterschiedliche Faktoren. Somit kann ich schon mal ausschließen, dass die parallel sind oder identisch. Wäre das der Fall, müsste ich überprüfen, würde also hier das Vielfache davon dem dann stehen, müsste ich überprüfen, ob die beiden Geraden identisch sind. Dazu nehme ich einfach einen der beiden Stützvektoren und versuche ihn mit der anderen Gerade zu erreichen. Sprich, ich suche ein T, würde ein T suchen, damit ich auf den Vektor 1, 2, 3 kommen würde. Windschief sind zwei Geraden dann, wenn sie nicht parallel sind und sich auch nicht schneiden. Das sind also fast alle Geraden eigentlich in einem Raum. Ihr könnt euch überlegen, wenn ihr irgendwie zwei Stifte nehmt und die einfach irgendwie in den Raum haltet, die schneiden sich nicht und die sind auch ziemlich sicher nicht parallel. Also würde ich keinen Schnittpunkt rauskriegen. In seltenen Fällen kriegen wir einen Schnittpunkt raus. Ich zeige euch jetzt, wie man zwei Geraden schneidet und einen Schnittpunkt bestimmt. Und wenn das Verfahren einfach nicht klappt, dann sind sie windschief. So, wir haben also hier die zwei Geradengleichungen, G1 und G2. Um sie zu schneiden, machen wir es genauso wie im Zweidimensionalen, wir setzen die Gleichung gleich. Das heißt, wir haben hier 1 plus, und ich schreibe es direkt um, R ist gleich 1 plus 2t, also die erste Komponente einfach genommen der beiden Geradengleichungen. Und ich nehme auch die zweite Komponente, 2 plus r ist 0 plus 4t, also nur noch 4t. Und in der dritten Komponente 2. Wir haben hier also jetzt ein Gleichungssystem mit zwei Unbekannten und drei Gleichungen. Das ist natürlich lösbar. Wir sehen hier direkt die zweite Gleichung. Erscheint am einfachsten. Wir können sofort hier mal umstellen. Ich löse nach R auf. R ist somit 4t minus 2. Ich nenne diese Gleichung 2 Sternchen. Jetzt kann ich die Gleichung 2 Sternchen in alle anderen einsetzen. Also 2 Sternchen vollkommen willkürlich einfach mal in die erste. Dann stehe ich da, 1 plus, und jetzt muss ich für R genau diesen Term hier einsetzen. 4t minus 2 ist gleich 1 plus 2t. Ihr seht, in der Gleichung kommt nur noch t vor. Wir können also nach t auflösen. In dem Fall minus 2t. Das steht hier, schon habe ich mich verschrieben, 2t, 1 minus 2 minus 1, ergibt, 1. So, ich muss die 1 noch hier rüberbringen, also plus 1, 2t gleich 2. Ich teile noch durch 2 und dann steht hier t gleich 1. Nun, R kann ich auch gleich bestimmen. Nun ja, hier steht ja, R ist 4t minus 2, also 4 mal 1 minus 2 ergibt 2. Jetzt ist euch aufgefallen, wir haben die dritte Gleichung überhaupt nicht verwendet. Wir müssen also überprüfen, ob das auch in der dritten Gleichung überhaupt stimmt. Prüfen von drittens. Naja, machen wir einfach mal 3 plus r, r ist aber 2, also 3 plus 2 soll das gleiche sein wie 1 plus 4 mal 1. Naja, das stimmt ja gut. 3 plus 2 ist 5 und 1 plus 4 ist 5. Das heißt, wir haben ein r gefunden und ein t gefunden, sodass die beiden Gleichungen jeweils die gleichen Werte ausgeben. Rechnen wir diesen Wert noch aus. Nennen wir mal den Vektor, den wir berechnen, s
klein s, also für den Ortsvektor des Punktes nachher, den wir groß s dann nennen werden. Weil das wäre also 1, 2, 3. Plus jetzt für r wieder einsetzen 2, also 2 mal den Vektor 1, 1, 1. Das ergibt mehr 3, 4, 5. Und unser Schnittpunkt wäre s 3, 4, 5. Falls unsere Geraden windschief wären, hätten wir wahrscheinlich R und T bestimmen können. Es hätte aber in der Überprüfung mit der dritten nicht funktioniert. Dann haben wir keinen gemeinsamen Schnittpunkt und können sagen, die Geraden sind windschief. Vorausgesetzt, sie sind nicht parallel. So, schaut auf unserer Homepage vorbei, macht noch ein paar Aufgaben dazu. Viel Spaß!